Da seht ihr den Zaun. Und der Zaun muss weg. Ja, ich bin wirklich ein Freund von offenen Grundstücken. Ich liebe diese Offenheit der Amerikaner. Die haben immer vorne in ihren Vorgärten keinen Zaun. Das ist alles offen. Das geht da frei zur Straße. Das finde ich total cool. Ich traue mich nicht. Nee, das habe ich hier seit 20 Jahren, haben wir hier diese Anordnung, seit 20 Jahren. Und jetzt will ich das verändern. Oh Mann, ey. Ich mache sie jetzt weg. Ich traue mich nicht, ich mache sie jetzt weg. Ich mache den Zaun jetzt weg. Warum nicht? Oh cool. Mache ich jetzt. Los! Cool. Trau mich nicht. Dann ist vorbei, dann ist es für alle Zeiten offen. Wir beschränken uns nur, wir sind Zaunmenschen. Wir müssen frei werden. Ja! Ja, los.
Mal drauf. Gut. Warum ist das alles so anstrengend? Aber hier, Tipp meines Vaters. Holzpfähle immer auf Sand stellen und den Beton nur... Holzpfähle immer aus Sand stellen und den Beton nur seitlich drumherum, damit das Wasser am Holzstab vorbeilaufen kann und das Holz nicht vergammelt. Das Holz sieht aus wie neu. Mein Vater hat recht, super Tipp. Sand unten rein, Holz drauf, Beton seitlich drumherum, perfekt. Der Holzstab vergammelt nicht. Herr Freaks, das war's für heute. Coole Sache, mehr Freiheit, mehr Offenheit, mehr Freak. Ja, yeah, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss. Yeah!